Hallo und herzlich willkommen, Sportsfans auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer Ich muss weiteren etwas zu essen Runde besorgen. Langsam Kingdom Come knurrt der Magen. Deliveries für die PlayStation 4. Ja, ich hoffe, ich geht's euch gut. Ist seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. In der Folge werden wir da das vom Ritter Ulrich abgeben. Mal schauen wir mal. Können wir da mit Herrn Ratzig über die ganze Sache reden? Herr Ratzig von Kubilla, bitte! Bitte, Herr! Bitte, Herr, bleib stehen! Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Kann ich etwas für dich tun, Herr? Ja, Heinrich. Bergbaukonstrukteur Feifa benötigt einen verlässlichen Gehilfen. Der Bergbaukonstrukteur? Geht es um Scarlets? Sozusagen. Meister Feifa hat, nun ja, düstere Vorahnungen. Ich glaube, er wird dich in die Scarlitzer Minen schicken wollen. Kann man sie instand setzen? Mit dem nötigen Willen sowie genügend Rohstoffen bringt man alles wieder in Gang. Okay. Bergbaukonstrukteur Feifa kann dir genaueres sagen. Für eine Weile bist du sein Gehilfe. Gewiss, Herr. Wo finde ich ihn? Ist er hier in der Burg? Das ist eine gute Frage, Junge. Wenn er sich nicht gerade auswärts um Probleme kümmert, sollte er in Pirkstein sein. Sieh dich um, bestimmt läufst du ihm über den Weg. Hab Dank, Herr. Ich werde ihn sogleich aufsuchen. Viel Glück, Heinrich. Okay. Alles Gute. Alles Gute. Danke, Herr Ratzig. Herr Ratzig von Kubilla. Der weiß was. Ich hab's ihm gesagt. Der Typ, der weiß was. Der weiß was über unseren Vater. Vielleicht ist er sogar unser Vater. Das ist so mein Verdacht. Ich weiß es nicht. Ich habe dieses Spiel noch nie durchgespielt. So. Das ist der Questgeber. Gott segne dich. Was betrübt dich? So. Meister Feifa, ich muss dich sprechen. Ich habe etwas über die gefälschten Münzen erfahren. Ach, wirklich? Sprich. Bei Rovna entdeckte ich einen Wagen, der die Münzen transportierte. Leider kam ich zu spät. Der Fuhrmann und sein Gefolge waren bereits tot. Verflixt und zugenäht. Weißt du, wer es war? Ja. Ein gewisser Ritter erschien dort. Offenbar war auch er hinter den Fälschern her. Das ist wahrlich überraschend. Okay. Was hat er dir gesagt? Er heißt Ulrich. Er sah aus wie ein Ritter, aber er wollte die Farben seines Herrn nicht preisgeben. Ulrich, sagst du? Könnte jeder sein. Kannst du ihn beschreiben? Ein älterer Kerl mit Schnurrbart. Doch so grau sein Haar auch war, er war ein zäher Brocken. Kommt mir nicht bekannt vor. Allerdings wissen wir auch nicht, ob Ulrich sein wahrer Name ist. Ja, ja. Kannte da Klaus Dieter hassen. Er gab mir diese Schriftstücke als Beleg seiner Aufrichtigkeit. Es sind Berichte über die Verhöre der Verhafteten in Passau und ein paar andere Schriften. Er dachte, du würdest sie besser verstehen als er. Lass mich sehen. Wir, die Ratsherren der Stadt Passau, Verhör an diesem Tage, und der Schmerzen preisgab, der Ursprungsort ein Kloster im Lande Böhmen ist. Leider bestätigt das meinen Verdacht, dass etwas Zwielichtiges in Sasau im Gange ist. Münzprobe ergab, Kupferkerl mit Amalgam überzogen. Ah, das ist interessant. Hier wird die geschrieben, wie die Münzen gefertigt werden. Ich muss das ausführlicher studieren. Wir ermächtigen Herrn Ulrich, untersuchen, auf dass ich ihm niemand widersetze. Das scheint der Geleitbrief zu sein. Er trägt das Siegel der Ratsherren von Passau. Aber Sie haben den Brief nicht verfasst. Woher weißt du das? Ich kenne die Handschrift.
Sie gehört Herrn Clemens von Kaplitz, dem Hohen Schreiber der Rosenbergs. Okay. Rosenbergs? Wer sind die? Eine mächtige Familie aus Südböhmen. Burggraf Heinrich III. Ist ein großer Rivale unseres Königs Wenzel. Was hat all das zu bedeuten? Auf jeden Fall erklärt es, weshalb dein Ritter so geheimnisvoll ist. So oder so, wir müssen uns vorsehen. Und unsere Untersuchung beginnen. Den Schriftstücken zufolge verwenden sie Silberamalgam für die Beschichtung. Dieser Spur können wir folgen. Amal... was? Silberamalgam. Es besteht aus Quecksilber und Silber. Das klingt, als könnte es nicht jeder in die Hände bekommen. Da hast du recht. Begib dich unverzüglich nach Sasau. Sieh dich in den Schmieden um. Jemand muss das Kupfer für sie bearbeiten. Ich werde mich indes mit Herrn Ratzig beraten und danach kommen. Wo treffen wir uns? Im Gasthaus, am Sasauer Hauptplatz. Okay. Dann machen wir das mit den Minen, machen wir dann auch noch mal. Ah, nicht nach oben, nach unten müssen wir. Müssen wir jetzt zurück nach Sasau reiten. Jetzt passen wir auf. Ich wollte jetzt da gerade mal schauen. Wir haben da einen 12er Helm. Ein 12er Helm. Müssen wir eh unten bei der Liebsten vorbei. Dann fragen wir die, ob die gleich unser Zeug fliegt. Ja! So. Dann müssen wir weiter nach Sasau. Jetzt möchte ich ans Pferd ausrüsten und dann möchte ich mich vorzu ausrüsten. Mit besseren Materialien. Liebsten, nicht wahr? Oh, in der Tat. Hab Dank. Ich hab was, das genäht werden muss. Könntest du das machen? Na schön. Ich will nicht, dass du wie ein Landstreicher herumläufst. Zeig mal her. Kommst du, um mich zu retten, Herr Ritter? Ja. Wie ergeht es denn den Trägern mit ihrer Arbeit? Probieren wir so mal. Du kommst meiner Bitte nach. Aber trotzdem ist Antonia jetzt Witwe. Gegen Gottes Willen kann man nicht ankommen. Wollen wir irgendwo spazieren gehen? Bei dem Wetter? Gehen wir lieber ein andermal, ja? Okay. So. Weil wir haben jetzt hat. Passt mal auf. Was? 2,3k haben wir. Dann müssen wir jetzt uns ein bisschen Sattel Ader leisten. Noch Sasau müssen wir auf. Und einen Sattel kriege ich nur beim Gestüt. Mal schauen, wo da ein Gestüt siehst, nur ist da ist ein Gestüt. Da haben sie kein Gestüt. Sprich mit Ulrich, Kupfer, Schreiber. Okay. Ja. Reiten in die Richtung um nach Sasau. Ich glaube, das ist der kürzere die Weg. Ich weiß, das ist wieder jetzt eine Aktion von mir, die was keiner sehen möchte.
Aber die müssen wir trotzdem irgendwie machen. Ich muss mit den Dingen abbekommen, mit den Skillungen muss ich abbekommen. Wir brauchen Nester. Ja. Ah, Nester. Hat Nester gesagt? Wir müssen da irgendwie auf Banditen treten, die was leicht zu besiegen sind. Da waren die Nachtigallen. Aber die habe ich kann jetzt nicht fangen, weil ich keine Fallen habe. Plündern kann man auch nicht. Aufheben oder so auch nicht, okay. Dann ja. Weiter. Mindestens so einen Pfeil haben wir. Was ist mit dem? Der ist idiotensicher. Worum geht es? Ich habe ein tolles Angebot für dich. Der Handel deines Lebens. Interessiert? Okay. Na gut, zeig mir dein Angebot. Wie du wünschst. Er braucht Schlüssel. Und er ist idiotensicher. Gott, ich habe mir gedacht, ich kann das alles mitnehmen. So, jetzt passt es mir auf. Ich nehme alles mit. Ich möchte nämlich was probieren, weil man da nämlich mehr wer was gesagt hat. Passt mir auf.
Ah, okay, das wird dann nur auf dem PC gehen. Weil es heißt nur, wenn man auf den Ei buchst, wenn man sowas macht und man buchst auf den Ei, jetzt könnt ihr es ja selber ausprobieren, dann soll man so schnell wie möglich Agilität kriegen. Aber ob ich jetzt das so mache oder so, ist jetzt auch schon egal. So, jetzt mir gerade mal die geklaute Axt, dann mal um, den Donnerhammer, dann mal um. Rüstung, dann mal auch das geklaut in die Satteltasche. Nee. Ein bisschen das Inventar labringend. Passt. Weiter geht's nach Sasau. Ja. Machen wir jetzt aber mit der Schnürreise. Wo mein Mikrosa da, man. Die Schmiede. Ah. Ja, man hätte jetzt da kürzen können, auch, gell. War jetzt auch gegangen. Ah, macht er nix, Socker. Schauen wir mal, wer da das Kupfer bearbeitet für die Münzfälscher. Und danach werden wir erst mit dem Ritter Ulrich sprechen. Die Ladesequenzen sind aber das. So. Voll schot. Da haben wir einen Schreiberling. Bodehaus. Gute Leute, kommt und schaut her. Gute Beete, Zwiebeln, alles frisch vom Feld. Kommt nur her. Das ist ein Händler. Ich glaube, da oben war ein Schmied und unten war noch ein Schmied. Thank you.
So, die ist nicht gewesen. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Ja. Alles Gute. Lass uns alles reparieren einmal. Ja, fürs Feilschen können wir ja. Ja, ist das gerade ein Waffenschmied? Brat dem Fisch der Kopf das Beste, Fischschenkel, Fischbitten und all die Reste. Guten Tag. Arbeitest du hier mit Kupfer? Nein. Könnte ich auch nicht, selbst wenn ich wollte. Zach aus dem Kloster hat das ganze Kupfer aufgekauft. Was kannst du mir über die Schmiede in Sasau sagen? Gibt zu viele von uns für so ein Städtchen. Da ist zum Beispiel Zach, der eine Schmiede im Hof vom Kloster hat. Er macht hauptsächlich Sachen für den Kirchenbau. Und dann gibt's noch den Meisterschmied, Otto von Rabstein. Erzähl mir von Zach. Hat nicht viel für den übrig. Sein Handwerk versteht er, keine Frage. Aber er glaubt wohl, sein Sohn Vitus wird eines Tages mal Meisterschmied in Prag. Mein Vater war Schmied und ich schätze, er hatte dieselbe Hoffnung. So sind Väter eben, nicht wahr? Sicher, wer wäre denn nicht stolz auf seinen Jungen? Aber Zach übertreibt. Jedenfalls liegt er sich deshalb mit Meister Otto in den Haaren. Kannst du mir etwas über Meister Otto erzählen? Nun ja, der ist ein Meister, zu dem man aufsehen kann. Hat für die Herren von Kuhnstadt und die reichsten Bürger in Prag gearbeitet. Okay. Verzeih mir die Frage, aber was tut er dann hier? Das fragen sich alle Leute mit einer Birne. Er genießt die Ruhe und den Frieden. Oder besser genoss. Die Zankerei mit Zach hat ihm sicher ein paar graue Haare mehr beschert. Worüber streiten sich Zach und Meister Otto? Zach ließ seinen Sohn Vitus in Kuttenberg zum Waffenschmied ausbilden und wollte Ottos Schmiede für ihn kaufen. Aber Otto ist ein stolzer Mann. Wie würde das aussehen? Der Meisterschmied weicht einem gerne groß, der noch halb am Rockzipfel seiner Mutter hängt. Die zanken sich ewig deswegen. Naja, hauptsächlich Zach. Schwärzt Otto bei jeder Gelegenheit an und behauptet, dass Otto nur für Alteisen taugt und der Jungspund ihn verdrängen wird. Okay. Das wäre alles. Danke. Alles Gute. So. Das heißt, da ist noch Schmiede herum. Das ist die beim Kloster. Das ist die beim Kloster. Das ist die Waffenschmiede. Es könnte hier eine Schmiede nur sein. Okay, dann gehen wir zuerst mal zu der einen Schmiede auf. Ich glaube nicht, dass der Meister, der Otto, das Kupfer bearbeitet. Also glaube ich halt einmal nicht. Weil warum sollte sich ein Meisterschmied, der was eh schon einen guten Ruf hat, sowas auch da mit Verbrechern zu machen. Irgendwie logisch, oder?
So. Guten Tag. Arbeitest du mit Kupfer, Meister Schmied? Warum fragst du? Ich hätte gern, dass du etwas für mich herstellst. Frag besser woanders. Ich nehme kein Kupfer. Ich habe etwas anderes gehört. Was? In der Stadt sagte man mir, du hättest sämtliche Kupfervorräte aufgekauft. Offenbar macht man mich wieder mal zum Deppen. Noch was? Ich habe immer noch zu tun. Was kannst du mir über die Schmiede von Sasau sagen? Tja, da wäre Mikesh. Der ist ein ehrlicher Bursche, ein redlicher Handwerker. Dann gibt's noch Meister Otto. Der war mal gut, aber jetzt ist er alt und hält zu große Stücke auf sich. Zurück zum Kupfer, Meister Schmied. Was? Ich hab dir gesagt, ich arbeite nicht mit Kupfer. Aha. Dann viel Glück. Okay. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Mein Vater sagt, ihr arbeitet nicht mit Kupfer. Ist auch so. Ich habe in der Stadt etwas anderes gehört. Es heißt, ein alter Herr hätte sämtliches Kupfer aufgekauft. Schimpfst du mich einen Lügner? Oder meinen Vater? Fordere mich nicht heraus. Du hast recht. Mich geht das alles nichts an. Genau. Also hau ab. Übrigens untersuche ich im Namen des königlichen Burggrafen Herrn Ratzig Kobilla ein schlimmes Verbrechen gegen die Krone. Was? Was zum Teufel redest du da? Ich würde dich mein Vollmachtschreiben lesen lassen, aber einer wie du hat das wohl nie gelernt. Ich? Verzeih, Herr. Ich hatte ja keine Ahnung. Nicht gewusst. Also, ich meine, du verstehst? Hör auf zu brabbeln, um Himmels Willen. Sag mir lieber die Wahrheit. Was hat es mit dem Kupfer auf sich? Du hast recht. Wir stellen nachts Kupferplatten her. Wozu die Geheimniskrämerei? Vater verbot mir, darüber zu sprechen. Ich weiß nicht wieso, hab nicht gefragt. Wer kauft euch die Platten ab? Ich weiß nicht. Hab die Kerle nie gesehen. Vater spricht nicht gern darüber. Dein Vater schuldet mir eine Erklärung. Es tut mir leid. Hätte ich gewusst, wer du bist, hätte ich nie so mit dir geredet. Glaub nicht, du wärst aus dem Schneider. Heilige Maria. Alles Gute. So. Meister Zach, ich habe ja gewusst, dass du da derjenige welche bist. Zurück zum Kupfer, Meister Schmied. Was? Ich hab dir gesagt, ich arbeite nicht mit Kupfer. Ah. Dein Sohn sagt etwas anderes. Wie bitte? Was faselst du da für einen Unsinn? Sei ihm nicht gram. Ich habe ihm keine Wahl gelassen. Na schön, du hast gewonnen. Ja, wir machen Kupferplatten. Und ich will nicht, dass es bekannt wird. Warum? Es bringt viel ein und ich gebe zu, ich habe mehr als nur ein bisschen Schiss vor den Leuten. Haben sie dir gedroht? Mussten sie nicht. Ich habe ihnen schon angesehen, dass es besser ist, brav mitzuspielen und zu tun, was sie wollen. Okay. Haben sie dir je gesagt, wer sie sind und wo man sie finden kann? Ich weiß ein bisschen. Aber versteh doch, das würde nur Ärger geben. Ich würde den Auftrag verlieren und mir Sorgen machen müssen, dass ein paar Halunken mein Haus abfackeln. Oder Schlimmeres. Das passiert nun mal, wenn man mit Banditen handelt. Ja. Du musst mir nicht drohen. Wir können beide profitieren. Ich sag dir alles. Und du hilfst mir im Gegenzug bei einer kleinen Sache, die mich für die verlorenen Einkünfte entschädigt. Du hast Nerven. Du steckst nicht nur mit Fälschern unter einer Decke, sondern hast mich obendrein belogen. Du solltest auf die Knie gehen und um Gnade betteln, anstatt an Geld zu denken. Ich wusste ja nicht, was die tun. Aber jetzt schon. Und da besitzt du die Frechheit, etwas von mir zu verlangen? Herr Ratzig wird davon erfahren. Verlass dich drauf. Du hast recht. Tut mir leid, bin wohl zu weit gegangen. Wollt keinen von Herrn Ratzigs Männern erzürnen. Eines Abends kam so ein lausiger Bettler zu mir und stellte sich als Rapota vor. In einem gelben Umhang.
ständig am Pfeifen. Ihn begleitete ein Ritter, aber der nannte seinen Namen nicht. Sie sagten mir, was ich zu tun habe, wie viel ich dafür kriege und dass ich das Maul halten soll. Hm. Wo finde ich diesen Rapporter? Oder den Ritter? Weiß nicht, aber den Wagen mit der Ware habe ich immer hinterm Kloster auf einem Hügel neben einer kleinen Kapelle unter einem großen Baum abgestellt. Sonst noch was? Das war alles, ich schwör's. Das genügt mir fürs Erste. Junger Herr, wegen dieser Sache, ich bezahle dich auch für deine Hilfe. Kein Interesse. So. Möge Gott über dich wachen. Das heißt, wir laufen jetzt der Schnürhacher, auch mit der Schnürreise. Ist glaube ich schneller aus, wie wenn wir selber auch rennen würden. Verzünden wir haben das nur und dann schauen wir mal, was Sache ist. Hier in Sasau mit den Kupferplatten. Ich hätte gar kein Interesse gehabt, dass ich da für ihn nur was tue. Das müsst ihr kurz merken. Ehrlichkeit wird am längsten. Ein Fehler machen, zu einem Fehler stehen, ist aber noch besser, als den Fehler machen und den Mann in die Schuhe zu schieben. So. Salami, Würfel, Schmalz und Schinken. Kauft meine Tränke aus magischen Kräutern. Von den Hängen des Olymp. Da unten ist der oder was? Meister Otto! Ich könnte einen Happen vertragen. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Lass uns handeln. Möge Gott über dich wachen. Lass uns handeln. Ein 14er, ein 16er Helm. Was ist das Hexte, was er hat? 17er Helm Orca. Helm, jetzt mal einfach Rüstungen, Waffen, die Schilde. Die Schilde, Schild, Sasauer. Sperro. Jetzt pass auf, Rüstung. Ein 16er Helm. Dann kannte die nämlich einen neuen Helm kaufen. 16er Kettenhemd. Ja, 1,7k. Aber dann hätten wir wenigstens einen guten Helm, gell? Jetzt pass auf, dann machen wir das so. Wo ist jetzt der 20er Helm? Wo ist jetzt der 20er Helm? Da ist er. Den kaufen wir. Verkaufen. Dann den. Dann haben wir einen Warenkorb prüfen. Besprechen und dann haben wir mal falschen. Nun, versuchen wir es. Vielleicht der Druck hin. Auf 1500 Ocha. Ja, das sollte passen. Passt gut. So, dann haben wir wenigstens einen besseren Helm.
Dann haben wir wenigstens ein bisschen Helm. So, jetzt haben wir nur Bericht erstatten. Was haben wir denn an Kohle? Müssen wir wieder, muss ich wieder zusammensuchen, aber ist ja wurscht. Jetzt haben wir meinen 20er Helm, jetzt geht's da schon mal besser. Zwiebeln, die die stärksten Männer zum Weinen bringen. Dies müsste dann die Schenke sein, oder? Halt. Sag einmal, wo ist denn die Schenke? Ah, ich laufe die ganze Zeit in die verkehrte Richtung. Warum sagt mir das keiner? Warum laufe ich die ganze Zeit Richtung A? Ich muss Richtung C. Saftige Gurken, Spargel und Pflaumen. Kostbare Gewürze und Tinkturen. Magische Elixiere und Amulette. So. Gott sei mit dir, Junge. Was kann ich für dich tun? Du siehst anders aus, Meister. Ich will nicht auffallen, damit nicht jeder weiß, dass ich hier bin. Verstehe. Also, was konntest du herausfinden? Ich weiß, wo die Kupferplatten hergestellt werden. Wirklich? Sag schon. Es ist der Schmied im Hof des Klosters. Er beliefert die Fälscher. Weißt du, wie das vonstatten geht? Nein. Ich weiß nur, dass ein Mann namens Rapota die Ware abholt. Nicht viel, aber ein Anfang. Das ist kein gängiger Name. Hör zu, Heinrich. Ich habe auf dem Weg hierher nachgedacht. Die Fälscher benötigen auch ein Stanzwerkzeug, um die Münzen herzustellen. Ja, natürlich. Das ist etwas Besonderes. Ich kenne da einen Mann, der auf dem Klostergelände arbeitet. Meistergraveur Jerome von Schlesien. Glaubst du etwa, dass er... Nein, nein, Gott bewahre. Ich kenne ihn gut, so etwas würde er nie tun. Aber er leitet eine Gravurwerkstatt, also hat er vielleicht etwas darüber gehört. Also gut, ich frage ihn. Aber sei taktvoll. Ich möchte ihn nicht beleidigen. Und ich zöge es vor, wenn du mich nicht erwähnst. Ich werde mir Mühe geben. Das ist alles. So. Mach's gut. Das mit den Minen machen wir immer anders mal. Das habe ich ihm schon gesagt. Das macht man mit den Minen machen wir anders mal. Die Fälscher. Haben wir da den Speicherpunkt? Dann werden wir da wir jetzt da aufreiten zum Kloster. Da werde ich in der nächsten Folge abholen. Meine ja. Schwarzfreunde, dann werden wir da das weitermachen. Ich hoffe, es hat so ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Das Projekt an sich macht den Spaß, mir auf alle Fälle. Und dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass wenn es hier aus Kingdom Comes Deliveries für die PlayStation 4 weitergeht, nichts mehr Neues versandt wird. Und dann wünsche ich euch bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergesst es mal, mein Leitspruch nicht, Respekt kommt vom Wort respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, vor allem meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund, bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!